Reiter etwas Besonderes, wenn wir uns draußen aufhalten, der besondere Umgang mit den Pferden und mit den Hunden, das ist schon etwas Besonderes, besonders bei den leuchtenden Herbstfarben und den bunten roten Röcken, wie Sie sie hier präsentiert bekommen. Wir werden heute unter dem Master, der jetzt gerade die Kappe abzieht, zum Gruß von Ihnen, Ihnen 25 Hunde präsentieren. Und ich denke, zu dem entsprechenden einreitendes Bild ist sich schon ein ganz kleiner Applaus für unser Team wert. Der Master Helmut Kleitschmidt hat die Hunde hier hereingeführt. Und Sie werden nachher sehen, und ich werde Ihnen kurz kommentieren, wie grundsätzlich eine Schleppjagd vonstatten geht. Normalerweise wird etwas wild gejagt, so wie es früher war, um damit sich die entsprechenden Lebensmittel, was zu essen, zu besorgen. Jagd hört sich etwas martialisch an, aber seit 1934 ist die Jagd auf Lebendwild und Hetzwild verboten. Deshalb wird die Jagd präsentiert, indem einige Reiter voranreiten und dort eine sogenannte Spur legen. Dieses können wir Ihnen hier nicht ganz so richtig verdeutlichen, weil ich Ihnen sagen kann, wir haben etwas besondere Hunde. In Deutschland gibt es 23 Meuten. Und von diesen 23 Meuten sind wir die einzige, die auf eine sogenannte Naturfährte gehen. Wir haben keine Schleppflüssigkeit, dass die Hunde aufnehmen und diesem entsprechenden Duft nachjagen. Es sieht so aus, dass ein, zwei Reiter voranreiten und dabei eine Spur legen. Bei allen anderen Meuten wird eine Topflüssigkeit genommen, Heringslake, Pansenlosung, alles etwas stinkende Flüssigkeiten, die die Hunde aufnehmen. Aber bei uns sieht das so aus, dass die Reiter, die voranreiten, die Erde, den Boden mit ihren Hufen der Pferde etwas aufkratzen. Und dieser frische Duft ist dasjenige, worauf unsere Hunde laufen. Nachdem diese beiden Reiter voran die entsprechende Schleppe gelegt haben, kommen die Hunde hinterher. Und wir werden Ihnen heute die Aktivität der Hunde zeigen können, indem wir nachher einmal in einen sogenannten Hundegalopp hier vorne um diese Anlage gehen und Ihnen die Hunde dadurch präsentieren, wie ruhig sie doch sind, wenn sie hier am Pferd sind. Wenn wir draußen im Gelände sind, gibt es auch einige Geländehindernisse und Sprünge. Bei uns steht im Vordergrund zuerst einmal die dressurmäßige Ausbildung des Pferdes, so wie es für jeden Reiter die Grundvoraussetzung ist. Daraufhin wird gesprungen, das freie Händeln der Hunde draußen im Gelände. Und anschließend draußen bei den Jagdveranstaltungen geht es über Sprünge bis zur Vielseitigkeit der Klasse A, maximal L, sondern bis 80, 1 Meter. Sie sehen, dass die Sprünge immer sehr gut und stabil angenommen werden. Und das ist auch eine Freude für die Hunde, beziehungsweise für die Pferde, diese zu nutzen. Sie merken, dass die Hunde spüren, dass irgendetwas hier los ist und sie möchten sich bewegen. Und ich denke, die Hunde sind sowas von friedlich und jeder hat seinen eigenen Namen, dass ich eigentlich jede andere Person mitnehmen kann. Nachher, wenn wir sie einmal gezeigt haben, einmal in den Hunde in die Meute hineinzugehen. Jeder Hund möchte persönlich angesprochen werden und Sie merken auch, dass diese Hunde sehr ruhig und gelassen sind und sie geben nur ein Geläut ab, weil sie wissen, hier passiert etwas. Und ich denke, nachdem alle sich mit dem Helm wieder versehen haben, dass wir die Hunde einmal hier über den Platz in einem sogenannten Hundegalopp einfach mal vorführen, dass sie sehen, wie ruhig diese Hunde doch am Pferd sind und wie gelassen die Pferde sein oder wie gelassen die Pferde sind, wenn sie doch mit den Hunden immer in Berührung kommen. Denn es darf ja nicht passieren, dass irgendjemand verletzt wird. Unsere Hunde züchten wir selber nach. Ab und zu holen wir aus England uns einen Rüden oder eine entsprechende Hündin und züchten, damit wir kein etwas frisches Blut haben, kommen diese Hunde aus England. Sie werden merken, dass das eigentlich sehr liebe Hunde sind, aber es bietet sich nicht an, diese Hunde alleine zu Hause zu halten. Diese Hunde sind unheimlich auf eine Meute bezogen und leben in einer großen Zwingeranlage, die wir in Rade vom Wald haben. Wer mal die Möglichkeit hat, uns zu besuchen, bieten wir jederzeit an.
Und wenn Sie die Möglichkeit haben, ins Internet zu gehen, www.sauerlandmeute.de, dort genügend Bilder und Informationen zu den Jagdveranstaltungen, die wir über den ganzen Herbst hinweg haben. Sie sehen das ruhige Reiten auf den Pferden und in dieser entsprechenden sogenannten Appellarbeit, wie Sie sie natürlich auch kennen von Ihrer Pferdearbeit, präsentieren wir Ihnen die Hunde. Sie brauchen keine Angst über Ihre Hunde haben, wenn wir da vorbeikommen. Höchstens wir haben Angst um unsere Hunde, nicht dass davon eventuell einer mal kurz zwischen die Fänge kommt. Peter Laub, ich unterbreche mal von hier aus. Das ist ein super, super tolles Bild und ich möchte das Publikum einfach mal ermuntern, hier für einen Applaus zu geben. Und wenn ich darf, stelle ich gleich von hier aus mal eine Frage. Ich bin ja eben mal durchs Publikum gegangen und da hört man ja das ein oder andere. Die Leute sind natürlich begeistert und fragen sich, ist das eigentlich egal, Peter Laufs, Rüde oder Hündin? Und gibt es da sowas wie einen Leitwolf? Normalerweise kein Leitwolf vielleicht, sondern gibt es einen sogenannten Kopfhund, der eigentlich die Hundegruppe anführt. Aber im Moment haben wir keinen speziellen, der als Kopfhund diese Funktion übernimmt. Wir haben hier gemischt die Rüden mit den Hündinnen und sie werden dort in unserer Kennel- oder Zwinganlage etwas getrennt, sodass keine ungewollte Nachzucht entsteht. Und hier vertragen die sich jederzeit auch mit anderen Hunden und wir bieten es an bei uns im Training, wenn schon jemand da ist, dass er ein Privathund da mitkommt. Und Sie sehen unter dem Stichwort Betriebssicherheit einer Meute, wie ruhig und gelassen unsere Hunde hierbei sind und sich gar nicht dafür interessieren, dass hier vorne auch ein Dalmatiner vorne am Rand war oder verschiedene andere Hunde oder einen kleinen Jackie dort vorne, dass die Hunde danach gucken. Zu Ehren der Sauerlandmeute werden jetzt die Parfumshornbläser Bergisch Land einmal das entsprechende für unsere Meute einmal tonierte Musikstück Ruf der Sauerlandmeute präsentieren und anschließend versuchen wir Ihnen ganz kurz zu zeigen, wie eine Jagd mit unserem Pack vonstatten geht. Sie sehen jetzt eine kurze Präsentation, dass drei Reiter voranreiten und dass unsere Hunde. Sie sehen, mit welchem Elan unsere Hunde hinterher sind. Und das Schwierige ist, dass unsere Hunde ja eigentlich auf den entsprechenden anderen Pferden sind, weil dort laufend Pferde unterwegs sind, aber mit einem entsprechenden Ruf werden wir die Hunde da vorne wieder zusammen ins Pack nehmen und kommen dann zurück. Das ist natürlich hier sehr schwierig. Die Hunde kommen gerade einmal auf eine entsprechende Betriebstemperatur. Aus der Hand des Präsidenten, Hand des Geschäftsführers. Ich bitte ein Dankeschön an unsere Reiterinnen und Reiter. Hallo Frieden, Leiter der Landesreiter und Fahrschule, unterstützt und sagt ebenfalls Dankeschön. Ein Erinnerungsgeschenk an den Tag hier bei uns auf dem guten Langfort.